Herzlich willkommen wieder beim Bastler. Für die Neuen, ja, ich bin der Helmut und ich bastle gerne ein bisschen mit Holz und anderen Teilen. Heute geht es um diese Andruckhilfe oder auch Featherboard oder von mir aus ein Kamm für die Haare, wenn es einer noch lockige Haare hat, so wie ich. Wenn ihr sehen wollt, wie ich das gebaut habe, mit der kleinen Besonderheit, dass es für unsere Tischkreissäge hier, die Schepper HS105, gut geeignet ist, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's gleich los. Für meine Andruckhilfe, dieses Featherboard, wollte ich ein Bambus Schneidbrettchen nehmen. Das ist 30x20 und habe gedacht, da könnte ich schon mal einen Versuch mitmachen, ob das überhaupt funktioniert. Hat auch schon sehr gut geklappt, hatte ich den Eindruck. Und dann ist mir das Brettchen runtergefallen und da war es schon kaputt. Also soll ich es trotzdem machen mit dem Schneidbrett? Ich versuch's mal. So, ich habe mich entschlossen. Ich habe mir entschlossen, 30 Grad einzusetzen. Ja, auf 30 Grad halt abzuschneiden. Und dann werde ich die Streifen so machen. Und die mache ich bis hier, damit ich weiß, wie weit ich schneiden muss. Stoppe ich das an der Stelle. Und damit müssen wir es mal versuchen, dass ich die also so schneide. Jetzt muss ich da als erstes erstmal vorweg sägen, weil nachher, wenn die einzelnen Streben da sind, wird das, glaube ich, ein bisschen schwer. Oder nicht so schön, nicht so sauber. Das ist mit einem Schiebeschlitten natürlich etwas einfacher. Es kommt ja nicht auf den Grad drauf an, aber da richtet man sich einfach nach dem Schlitz. Tja, ob das wirklich eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Ja, so sieht es besser aus. Lassen hier aber noch eine Lücke. Vielleicht 2 cm, da haben wir genug Fleisch. Hier 2. Hier 2. Das heißt, danach fangen wir erst an zu sägen. So, und jetzt muss das Sägeblatt wieder ganz raus, damit wir einen möglichst fast senkrechten Schlitz kriegen. Das schaffen wir natürlich nicht. Ja. Jetzt setze ich hier einfach einen 5 mm Buchestreifen zwischen. Mach den wieder fest und säge nochmal. Wenn es nicht funktioniert, seid ihr dabei. We'll be right back.
Eindruck, als wenn es immer dünner wird. Ich habe jetzt hier die Endpunkte schon angezeichnet, werden hier mit einem Fräser eine Nut reinfräsen, einen Schlitz reinfräsen und hier natürlich auch zur Befestigung und werde jetzt eben noch hier oben mit der Bandsäge hier die Spitzen abschneiden, weil die stören ja. Neunzehn Millimeter. Ja, 19,5 ist auch schon sehr knapp. Hallo, ist Ihnen schlecht geworden? Da müssen wir jetzt 9 mm vorhersägen. Und ich würde sagen, bis da. Ja, was habe ich jetzt falsch gemacht? Den so sägen müssen, nicht so. Oh, toll. Dann machen wir das Beste raus und sägen den dann nochmal auf 19 in der Breite. So sieht schon besser aus. 19. Dann probieren wir es mal aus. Und wie man sieht, passt das sehr schön da drin. Hat minimal Luft und das passt. Der Rest wird mit der Klemmung gemacht. Das Board muss so drauf. Die Platte. Hier bohren wir jetzt in der Mitte 2. Löcher und senken die auf der anderen Seite oder auf diese Seite. Wie zeichne ich die Mitte an? Dafür habe ich ja meinen Mittenfinder. Den packe ich hier zwischen. Mal sehen, ob ihr das sehen könnt. So, da ist der Strich. In dem V mit dem Bleistift male ich eben einen Punkt. Genau so auf der anderen Seite machen wir das auch. Halte ich schön zusammen. Zeichne hier einen Punkt an. Und wie man sieht, da ist die Mitte, da ist die Mitte. Da bohren wir. So, ich habe jetzt 5 Löcher drin und wir senken die ein bisschen. Wirklich nur ein bisschen. Wie viel genau, das müssen wir noch mal gucken. So, dass die Schraube... Oh, da ist ein Sechser. Muss ich... Da müssen wir sowieso ein bisschen tiefer senken.
Ja. So, jetzt wechseln wir den Fräser. Und machen 6 mm drin, weil damit werden wir es mal probieren. Den Fräser stellen wir uns mal so ein. So. Ja, so, und er dürfte noch ein bisschen tiefer. Da brauche ich ja nicht so lang rausgucken. Jetzt die andere Seite noch. Ersten Test machen. Ich hatte hier ja noch Schlitze drin gemacht, so dass die sich etwas spreizen können. So, bin noch hingegangen, habe in der Schraube habe ich ein Loch gebohrt und habe einen Stahlnagel durchgeschoben, den Kopf abgeschnitten oder abgeschlagen, so dass er dieser Splint, nenne ich ihn mir jetzt mal, direkt in diesen Schlitz drin passt. Das ist natürlich optimal, weil dann kann sich die Schraube nicht mehr verdrehen. Hier passt es immer noch. Und jetzt nehmen wir mal unser Fetterboard, unsere Handrückhilfe, machen wir hier drauf. U-Scheiben haben noch nicht unsere Sternengriffe fertig dafür. So, jetzt gucken wir mal, wie müssen wir den einstellen, so dass er schön angepresst ist. Müssen wir jetzt noch den Schraubenschlüssel anziehen. Das sitzt jetzt bombenfest, da passiert nichts mehr. Und wir könnten jetzt sägen und das Featherboard hält das sehr schön dran und gleicht auch aus. Und es geht nicht mehr zurück. Zurück kann man nicht mehr. Das sozusagen funktioniert sehr gut. Tja, und nicht nur für die Kreissäge kann man das gebrauchen, sondern man kann es auch super für die eingebaute Oberfräse machen. So, und ich habe damals schon dran gedacht, hier oben eine Sechsernot zu machen, hier eine Achternot für die passenden Schlüsselschrauben. Und da kann man natürlich diesen Andrücker oder Kamm oder French, nein, Quatsch, Fässerboard, kann man das natürlich auch super dran machen. So, jetzt ist der Kühlschrank auch aus. So, und jetzt kann man den natürlich super gut auf das Werkstück aufdrücken und kann ihn drüber wegschieben. Für zu nutende Platten oder sonstiges einfach optimal. So, aus dem Rest von diesem Bambus-Schneidbrett habe ich noch einen schmalen gemacht, der da ja abgebrochen ist, habt ihr ja gesehen.
Das ist ein kleiner kurzer, der genauso gut jetzt für das geeignet ist, um eine Platte oder eine Latte runterzuhalten. So, und jetzt möchtet ihr wahrscheinlich auch noch, dass wir das hier hin andrücken. Und da kann ich auch dienen. Wir gehen einfach hin, lösen kurz den Querschnitten, schieben den ein wenig zurück, so dass eben ein Schlitz entsteht. Und da passt unser Teil natürlich auch wieder hervorragend rein. Wir können das anziehen, er quetscht sich wieder schön hier in diese Lücke rein, sitzt bombenfest und wir können von beiden Seiten her schön das durchschieben. Ja, das Fetzerboard oder die Andrückhilfe ist fertig und es erfüllt voll seinen Zweck. Auch hier in der Oberfräse passt es wirklich super dazu. Wie gesagt, man braucht hier gar keine T-Schiene oder T-Nut-Schiene einbauen, sondern es reicht schon, wenn man hier einen Spalt macht und schon kann man dieses auch hier nutzen. Ist einstellbar und finde ich, ist ein super Hilfsmittel. Ja, wenn euch das Video gefallen hat für dieses Fetzerboard, dann bitte einen Daumen hoch, ein Like. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut dies doch bitte jetzt. Und ihr könnt dann natürlich auch die Glocke aktivieren. Und dann bekommt ihr gleich eine Info, wenn wieder ein neues Video vom Beim Bastler hochgeladen ist. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart und zugesehen habt. Tschüss, Beim Bastler.